Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VIII Remastered. So, ich habe jetzt gerade mal offscreen ein paar Zauber ausgetauscht und dem GF auch neue Abilities zum Lernen gegeben. Das hat seine Gründe. Die Gründe werdet ihr auch bald erfahren. Zudem hat der Xel nicht mehr die Ability Draw in seiner Liste, sondern stattdessen Zauber und Item. Das ist für mich auch so eine kleine Premiere, muss ich sagen. Aber es hat alles seine Gründe und diese Gründe werdet ihr, wie gesagt, in Kürze erfahren. Ich habe auch die Leute nochmal geheilt, wie ihr jetzt sehen werdet. So. Ja, Leute, dann würde ich sagen, auf geht's. Hallo. Ihr seid schon wieder hier? Das letzte Mal war es nur die Aufwärmrunde. Diesmal ist auch mein Bruder hier. Jetzt könnt ihr noch fliehen. Der scheint richtig cool zu sein. Hey, Bruderherz! Was ist, Secreto? Bruderherz, das sind Grabschänder. Sie wollten nicht auf mich hören. Hm, ihr habt Secreto geschlagen. Schwach scheint ja nicht zu sein. Er ist ja so klein. Bruderherz, sie verarschen uns! Menschen, wie töricht. Ich werde euch zeigen, dass das Äußere nichts aussagt. So, Freunde, das wird der bisher schwerste Kampf werden für uns. Denn jetzt sind die einfach im Doppelpack und der Minotaurus hat noch ein bisschen mehr drauf als der Secreto. Zumal die jetzt auch eine ganz gemeine, fiese, böse, Doppelattacke ausführen können und auch werden. So, das werde ich erstmal... Und ich werde übrigens in diesem Kampf so viel zaubern wie nie zuvor in diesem Spiel bisher. Also in diesem Let's Play zumindest. Das ist nämlich bitter nötig. Erstmal kriegt jeder Doppel. Ich muss hier mal überlegen, welche Reihenfolge ich das mache. Gut, die können sich erstmal heilen. Ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch nichts irgendwie... Rasenmäher, das nervt nämlich richtig, der Rasenmäher. Der zieht nicht so viel ab, aber er zieht halt jedem was ab. Und das ist halt extrem nervig. So, Levitas. Kriegen nämlich alle fünf. Die beiden bösen Dudes, damit ihr sie nicht mehr heilen. Und meine Leute, damit wir bestimmten Attacken aus dem Weg gehen können. Beziehungsweise nicht mehr allzu viel Schaden erleiden. Und neben Levitas werde ich gleich noch was zaubern auf unsere Leute. Was ich eigentlich fast nie benutze in Final Fantasy 8. Aber diesmal werde ich es tun. Nämlich Protes. Aufs Korn, auf Zell. Und einmalig auf die Quistis. Wenn ich es dann finde. Und dann nochmal. Ah ne, hast du ja gar nicht. Ja gut, dann fangen wir mal mit Siren an. Und ich muss unbedingt jetzt die Leute heilen. So. Und zwar Doppel. Okay, das nervt so richtig, dieses Tempo von dem, ne? Oh, Alter. Wow. Okay. Hab krass Let's Play angefangen, die Aufnahme. Ah ja, gut. Seid ihr schon von mir gewohnt. Frage mich bitte nicht, warum ich die Siren beschworen habe jetzt, weil... Ich meine, die beiden zaubern ja nicht, also ich brauche kein Schweigen auf die zaubern. Aber egal. Ich kann ein bisschen Schaden zufügen, das ist schon mal sehr viel wert. Okay, der Zepper auch Heilung. Kriegt er jetzt natürlich auch. So, und dann... Ifrit, wollte ich schon sagen, Ifrit. Na gut, ich denke mal auf Englisch heißt er wahrscheinlich Ifrit, oder? Ich weiß gar nicht, aber würde es immer. Ach. Oh, Levitas ist ja. Doch nicht, wie schnell. Wie schnell. Oh. 130, komm schon! Ja,
kann ja, oh, nur 347, der ist doch nicht ganz dicht. Erstmal auf die beiden. Wo sind die Vitas da? Ja, warte mal, Quistis und Scroll erstmal. Ich wollte eigentlich noch Hass auf meinen Leuten zaubern, aber ich weiß nicht wann. Ich komme nicht dazu. So, komm, Ifrit. Mach deinem Namen alle Ehre. Boah, wie das hängt! Es nervt einfach so tierisch. Oh, 130, immerhin. 130 ist so das Mindestmaß, so für Gefühle. Aber immerhin, hat gut gesessen. Rasenmähermann. Warte mal, ich bin jetzt gerade busy. Diabolos. Ruderwahn. Na gut, ich bin ja in der Luft. Glaube ich. Ja, genau, sehr gut. Oh, der Xel ist nicht in der Luft. Warum ist er nicht in der Luft? Was? Was? Wieso? Was? Ich bin gerade total durcheinander hier. Wie oft die dran sind, die Spaß-Taten. Ich weiß, das Wort gibt's nicht. Das andere Wort wollte ich jetzt nicht sagen. Wie oft die dran sind einfach. Boah, der Kampf ist echt nicht ohne. Ich hab die noch nicht so hart in Erinnerung, muss ich sagen. Ich wusste, er ist anspruchsvoll, weil die halt zu tot sind auch, aber dass er so reinhaut, der Kampf. Aber ich kann ja Professor Kotling schon mal den Sekreto killen. Kann ich zwar erstmal keinen Engel mehr ziehen, aber das ist in diesem Kampf vollkommen egal. Wenn gleich einer von beiden allein ist, also zum Beispiel der Minotaurus allein, dann ist es okay, dann kann ich schon Zauber ziehen. Aber vorher... Wenn ich Glück habe, ist einer jetzt platt von den beiden. Als ob ich jetzt gedrückt hätte. Als ob ich jetzt gedrückt hätte. Das ist irgendwie so zeitverzögert, ich weiß auch nicht. Das ist total merkwürdig. Ich habe letztens mit einem Bekannten darüber gesprochen und der hat gemeint, das wäre bei ihm damals schon auf der PlayStation 1 so gewesen. Gut, bei mir persönlich war das jetzt nicht so, aber ich bin anscheinend wirklich der Einzige, den das betrifft oder betroffen hat in der Vergangenheit. Ja! Ich bin weg. Okay, gut. Jetzt, gut. Na, Rasen, ja. Jetzt kann ich mich ein bisschen aufs Doppel. Na komm, dann hau ich weiterhin Ifrit auf den drauf. Weil so viel Zauber. Schade, dass er Sekreto-Engel hat. Aber zuerst den Sekreto killen ist sau schwierig. Den Minotaurus meine ich. Weil er einfach mehr HP hat. So, ich krieg das mal jetzt schon Levitas. Jetzt brauche ich auch keinen Levitas mehr auf mich selbst hauen, weil die diese Brüder-Attacke nicht mehr machen können. Ja, und den Rasenmäher habe ich ja Schutz durch. Protest. Oh, hi. Ich kann nicht mitbekommen. Ah, wo kommst du denn her, du Schweinchen, ne? Aber wenn ihr schon rauben könntet, das Call, das wäre natürlich geil, aber kann er noch nicht, weil er Diabolos noch lernen muss. Ist echt doof, dass er Sekreto Engel hat, den Minotaurus nicht. Ist echt doof. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum er echt. So, jetzt ist eigentlich, ja, die Messe so ein bisschen gelesen auch. Ich kann mal gucken, ob ich noch... Achso, da können ja gar nichts. Ey, wie oft der dran ist, dieser... Alter! Das ist doch nicht wahr! Komm. Der ist so verdammt schnell, der Typ. Haben verloren? Meine Helden, nehmt uns bitte auf. Sehr schön. Ja, gut. G-High Potion 8-mal. G-Returne 8-mal. Sekreto-Karte. Warum nur die Sekreto-Karte? Brothers.
So heißen die beiden. Ach, ha. Ihr habt diese Brüder besiegt. Ihr seid wirklich tapfer. Endlich werde ich aus diesem kleinen Sarg befreit. In all den Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob es nötig ist, jemanden in einem Sarg einzusperren, wenn er Zeitliche segnet und seinen Körper verlässt. Scheiße, das verkackt hat jetzt. Minotaurus-Karte erhalten. Was ist hier drin? Hallo, hallo. Okay, das Hallo war irgendwie sehr penetrant. Ich kann auch nicht reden. Quiste ist heilen, bitte, weil es kommen ja auch ein paar Monster. So, hier und da. Ja, war ein sehr schlauchender, zäher Kampf. Was die Karten betrifft, sind wir jetzt verdammt gut ausgerüstet. Diabolos ist klar. Wir haben einfach jetzt einfach 6 GF-Karten oder so. Ja. Ja, gut. Na, wenn noch ein paar schöne Kartenspiele werden in Zukunft jetzt. Ja, cool. Dann würde ich gerade mal. Ich weiß gar nicht, wie viel AP wir bekommen haben. 40! Wow! Das ist natürlich fett. Also hätten wir nicht 35 beim Quetzalcoatl in den Müll geschmissen. Und hier nämlich auch 25. Na, die werden jetzt in Kürze einige tolle neue Sachen zutage fördern hier. So, und die Brothers anfeuern wäre geil. HPK ist cool, Stärke, Geist K. Ja, ich will mich erstmal wirklich auf Stärke und Geist K konzentrieren. Die haben echt ein paar coole Sachen. Beschützen ist auch cool. Ein Viertel Schaden des Angriffs. Achso, wir müssen ja die Brothers auch jetzt irgendjemandem geben. wen mögen die denn? Die mögen ganz besonders den Xell und die Rinoa. Wer kann die denn gebrauchen, die Jungs? Der hat schon 2. Der hat schon 2. Würde aber HP kriegen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wer alles HP hat. So, ein kleiner Moment, Leute. Tut mir leid. Quetzalcoatl. Ifrit? Ich hätte anders gucken können, aber... Also Quetzalcoatl, Ifrit und Brothers sollten getrennt voneinander auftauchen, bis Diabolos HPK gelernt hat. Deswegen machen wir es einfach mal so. Ja, ist nicht schlimm. Hat zwar Geist geheilt, aber... Gibt's nämlich Santa mehr, Vita. So, okay. Dann fangen wir erst mit dem wichtigsten Scheiße Charakter an. Nämlich dem... Wow, der hat sehr viel HP, so schon. Also Quetzalcoatl hat HP, Ifrit und die Brothers. Ich will einfach Brothers und Diabolos dem geben. Da hat er HP und Magie. Quetzalcoatl und Shiva haben das meiste. Dann gucke ich einfach mal, wer wen mag. Quetzalcoatl, Oxel. Und die Shiva den Squall. Ja, okay, gut, ist die Entscheidung schon gefallen. Also kriegt der Squall die Shiva. So, Standard, Draw, GF, Zauber. Körper 20, Geist 20. Xell kriegt den Quetzalcoatl. Draw, GF. Ja, gut, jetzt haben wir erstmal keinen schweren Kampf. Spoiler. Wahrscheinlich, vielleicht. So. Okay, jetzt kann ich mich gucken. Was fehlt jetzt noch? Stärke und Geist. Gut, auf jeden Fall Ifrit. So, hat er jetzt... Oh, Stärke, sehr gut. So, Squall. Wen brauchst du noch? Siren. Warte mal, wen haben wir denn? Magie und HP fehlen. Siren, ja, und die Brothers natürlich. Dann nehme ich die Brothers. HP plus 20. Ah, brauche ich nicht. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas verkackt, ne? Ja, klar. Ach, Mann! Fuck, das ist so kompliziert. So, warte mal. Nee, dann... Warte mal. HP und Stärke. Ja, genau, das ist das Wichtigste. Dann kriegt nämlich die Quistis den Quetzalcoatl. So. Okay, jetzt haben alle HP, ne? Ich weiß, das dauert arschlang, Leute. Es tut mir auch schrecklich leid, aber ich kann es nicht ändern. Gut. Diabolos, da lernt er einfach gar nichts von. Doch Magie. Und Siren. Gut, Siren bleibt bei ihm. Kriegst du noch irgendwas? Die Windschlerrute? Jupp, die ist nicht unwichtig.
Der hat schon zwei. Das bleibt auch so. Und die kriegt noch die Abolos. Also Rauben. Okay, erstmal. Ich werde es später nochmal ändern, offscreen, keine Sorge. Es wird nicht so bleiben. Es ist erstmal nur jetzt wirklich so richtig hingekackt, was ich hier mache. Ja, ist egal. So, Zauber kommen tue ich jetzt auch nicht. Komm, wir gehen jetzt hier raus. Fertig. Mach ich alles offscreen. Das dauert die Koppelei länger als ein Bosskampf. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Mm-mm. So, okay, dann haben wir nämlich die GF. 172, das wussten wir ja schon. Wir hätten noch einen Trick anwenden können. Einen zeitaufwendigen Trick. Und zwar hätten wir nämlich vor diesem verlassenen Grab, wie sich die Geschichte nennt, hätten wir noch kämpfen können gegen die Thrust Abyss Viecher und hätten nämlich, also je höher wir vom Level her gestiegen wären, umso höher wären die auch gestiegen und irgendwann hätten die nämlich den Zauber Aero, sofern die nicht schon hatten, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Da haben wir nicht ziehen können. Und irgendwann sogar Tornado. Gut, Tornado hätte wirklich noch ewig gedauert, aber Aero wenigstens ziehen können. Jetzt bin ich aber überlegen. Oh, gerade ich da überlegen, haben die Aero noch nicht gehabt? Küsst das. Na gut, werden wir ja gleich sehen, wie wir gegen ankämpfen. Was würde mich aber schwer wundern, weil warum habe ich Aero nicht gezogen dann? Hm. Muss ich mal gucken. Aber ich habe es gezogen und einfach vergessen. Kann auch sein. So, ohne jegliche Zauberkopplung. Ne, Blitz wie... Ja, genau. Levitas hat er nur. Sehr gut. Ei. So, immer. Na, brauche ich ja alles nicht. Komm, weg. Fertig. Gar kein Geschiss hier machen. Zack. Eh schon viel zu viel Zeit verloren. Aber schön an dem Brothers-Kampf war jetzt, ihr habt schon ganz viele Zauber in Aktion gesehen. Federn, Flügel eines schnellen Vogels. Oh, die Heulechse-Karte, die brauchen wir ganz dringend. Wir haben noch alle GF jetzt gekoppelt. Ne? Ich gucke nochmal schnell nach, nicht, dass einer jetzt keine Punkte kriegt. Christus. Ja, sehr gut. Sehr schön. Also ein paar Kämpfe zum Leveln können nicht schaden. Ein Fonko-Ongo. Und der ist sehr gut drauf, seiner Lache nach zu urteilen. Mal sehen, wie lange noch. Zack! Oh, scheiße. Eine Peitsche quer durchs Gesicht, das stelle ich mir echt nicht schön vor. Wenn die Brothers mal so langsam gewesen wie der, also insbesondere Minotaurus, dann wäre das alles ganz entspannt gewesen, aber so war das ein bisschen nervzehrend. Und Kessler Kordel hat was Schönes gelernt. Yippie. Ja, Magie plus... Oh, wow. Wow. Ja, gut, lernen wir erstmal das. Das hat, glaube ich, erstmal Priorität. Also Gegnervielfalt ist jetzt nicht so gegeben gerade. Ah, es kommt noch, es kommt noch. Wow. Achso, das war der... Was? War der Squall jetzt... Hat er die jetzt überrundet, die Küste, oder was? Krass. Da hab ich irgendwas verkackt. Einfach nur so eine Kühe. Na gut, das ist gut.
Das ist so der Redewert, den ich brauche. Und Siren hat auch was gelernt. Sehr schön. So. Behandeln. Ja, es ist nicht so verkehrt, aber da hast du natürlich wieder eine Ability, die dir fehlt. Das ist halt ein bisschen blöd. Anfeuern. Ach komm, lern mal anfeuern. Ist ja schnell gelernt. Ich frage mich gerade, warum ich so viel freien Speicherplatz auf dem Notebook habe. Weil ich freue mich zwar darüber, aber es ist irgendwie merkwürdig. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen gerade. Ihr wisst es auch nicht, oder? Habe ich noch gerade so gesehen. Wow. Ach komm, zieh mal ein bisschen Eis. Ja, ihr seht, der Trefferwert vom Zell ist jetzt nicht so der Rede wert, muss ich behaupten. Aber von der Crystals und vor allem vom Squall, das sieht die Sache ganz anders aus. Oh, immerhin, da ist. Also am längsten habe ich immer gebraucht, um Charaktere auszurüsten und irgendwelche Konfigurationen vorzunehmen. Am längsten habe ich gebraucht bei Final Fantasy XII. Das war der Wahnsinn, lang dran, weil da gab es ja Rüstungen und Waffen und alles. Und wie lange das immer gedauert hat, bis ich alle Charaktere ausgerüstet habe. Boah. Ich glaube, das würde sich keiner von euch angucken, das Let's Play. Das wäre einfach nur die Hölle. Zählt ja jeder zweite Schlag daneben geht. Kann ich auch einfach Zauber ziehen mit dem. Okay, das war nicht so schlecht. Nicht sterben. Es ist einfach so eine komplett unnötige Attacke. Tut mir leid, also. Oh, Ifrit beherrscht nur etwas Neues. Ich schätze mal, dass wir nur einen Kampf haben, bevor wir nach Dating City kommen. Stärke plus Kugelwandler. Erzeugt Munition aus Items. Hm. Ah, komm, machen wir erstmal hier diese ganze Geschichte. Ah, vielleicht kommen wir so nach der Link City ohne Kampf. Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, müssen wir vorne rein.